Ja, wir wollen wirklich das Nest betreten. Rein da. Töten, verbrennen, blitzschlagen und überhaupt. Wir haben jetzt echt alles, ne? Also Feuer, Eis, Luft. Und Gerugon, der seine Rüstung zaubert und ein bisschen draufhaut. Ja, sehr zuversichtlich. Something lives down there. Let's not disturb it. Ja, wenigstens sagt Tirik nichts von pupsenden Sachen, die hier unter der Brücke hausen, so wie Talana das gerne gemacht hat. Hauen, ruhig zaubern, zaubern. Ja, in einer Runde schaffen wir sie noch nicht. Aber das hatten wir früher auch noch nicht geschafft. So, du hast noch keine Bogenfertigkeit, das ist doof. Du hast eine, brauchst aber nicht wirklich eine. Und du konntest den Blitzspruch nicht machen, weil sie zu weit weg ist. Nee. Also nicht so schön. Piu, piu und weg. So, da kam die große Spinne. Au. Zerschmettern, brennen, Eis, Blitzdings. So, wie schaut's mit Tränken aus? Wir haben Heiltränke, Mahltränke, wir haben 6 Gegengifte, die wir aber nur begrenzt benutzen werden. So, schlafen. Dann kommt der große Kampf. Also ich finde es echt schick, dass sie das Spiel anspruchsvoller gemacht haben. Gerade was den Schwierigkeitsgrad angeht, sogar auf normal. Und dann auch so eine Kleinigkeiten wie nicht jede Spinne droppt ein Gegengift und all sowas. Das ist absolut die richtige Richtung. In die Richtung könnt ihr ruhig super weitermachen. Oh ja, vor allem, dass wir jetzt auch rumbasteln mussten an der Gruppe und so. Das ist echt schick, 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 schick. Aber jetzt töten. Hier kam noch gar nicht die Riesenspinne. Hier kam ein Angriff. Genau. So. Du zerschmetterst. Du brennst. Du eist. Du blitzdingst. Du haust. Brennst, du Eis, du Blitzdingst. Ein Gegengift haben wir bekommen. Das brauchen wir auch gleich. Du, Gegengift. Wir sind immer noch auf 6. Ist alles gut. Beute. 2 Gegengifte und Sachen zum Verkaufen. Plus Tränke. Und Rüstung. Talana, zieh samt Dameln an. Das ist alles nur Ramsch zu verkaufen. Jetzt schon mittlerer Lebenstrank. Interessant. Das ist komisch. So, da kam jetzt der große Kampf. Also jetzt nochmal schlafen mit R. Vorbereiten können wir uns nicht wirklich. Also rein. Ja, das Ding ist hässlich. Da hast du vollkommen recht. Spinnenkönigin. So. Schön, schön taktisch vorgehen. Erstmal brauchen wir einen zweiten. Dadurch hat sie einen niedrigeren Rüstungswert, aber ich denke nicht, dass wir so viel im Nahkampf angreifen werden. Er wird seine himmlische Rüstung sprechen und danach wird er spotten. Also, nee, einen zweiten brauchen wir nicht. Du machst ein Schild für die Gruppe. Du verbrennst. 19 bis 32, 19 bis 32. Und nimmt ihm einen Angriffsversuch. Ich glaube, die Spinnenkönigin hat nur einen Angriffsversuch. Aber das bringt gar nichts. Kostet das gleich viel Mana? Ja. Dann nehme ich mal den Eisstrahl in der Hoffnung, dass die Spinnenkönigin vielleicht doch mehrere Angriffe pro Runde hat. Und dadurch dann auf 1 reduziert wird. Also, Eisstrahl. Du. Kannst sie nicht wegstupsen, weil sie ein Boss ist, richtig? Genau, Körpermanipulation ist wegstupsen. Also machst du einfach nur Funkenflug. So, Schild hat's aufgefangen. Und sie hat anscheinend mehr als 2 Angriffe. Okay. Also anscheinend hat sie 3 Angriffe und durch den Eisstrahl hat sie es nur 2 machen können. Also du spottest jetzt. Du machst Schaden, du reduzierst die Angriffe. Wir haben keine Ansprüche gekauft, richtig? Nee. Du machst wieder Blitz. So, Rüstung ist weg.
Wir können jetzt eine Runde mit ihm spotten. Den können die weiter zaubern ohne Probleme, aber in der nächsten Runde wird er entweder heilen müssen. Wir sollten das da unten ein bisschen verändern. Du. So. Dass sie nicht immer die besten Tränke nehmen, weil momentan wäre ein 200er Trank total überpowered. So. Genau, also jetzt spottet er. Nächste Runde müsste er dann entweder einen Heiltrank trinken oder einen Zaubertrank, damit er wieder den Schutz zaubern kann. Also er braucht echt, ne? Mehr Mana. Er ist zwar auch unser Tank und alles, aber braucht auch mehr Mana. Zweimal das Ding zaubern ist schon sehr wichtig. Also ja, spotten. Daneben gespottet. Ja gut, Paladine können dich so toll beleidigen. Du Feuer, du Eis, du Blitz. Tirik hat es einfach abgewehrt. Ja, Tirik ist auch toll. Im Gegensatz zu manch anderen Leuten. So, du, Zaubertrank, Zaubertrank. Eis, Blitz. Gerogon ist vergiftet, das ist okay. Himmlische Rüstung. Nächste Runde nimmt er ein Gegengift, damit das Gift nicht zu weit runter tickert. Feuer, Zaubertrank, Blitz. Die ist fast tot. Wie viele Gegengifte haben wir? 8. Ach komm, hier, nimm. Du. Gegengift. Okay, vielleicht soll ich sein lassen. Du. Zerschmetter das doofe Ding. Du. Ja komm, Zaubertrank. Eis. Zaubertrank. So. Zerschmettern. Feuer. Gleich ist es tot. Gleich ist es tot. Ja, na also. Sehr schön. So muss das sein. Man muss überlegen. Man muss taktisch vorgehen. Dann freut man sich auch richtig, wenn man es geschafft hat. Hier ist eure Belohnung. Vitalitätselixier und ein Ring. Was war das? Nee, Trank. Farewell. So, du Gegengift. Was bist du für ein Trank? Steigert die Vitalität nach dem Verzehr dauerhaft um 1. Jo, genau das Richtige für Gerogon. Wir haben Gerogon ausgewählt. Vitalität 13, 14. Der muss identifiziert werden. So, Attribute. Du bekommst Wahrnehmung. Weil dein Spotten ging schon daneben. Das ist gar nicht gut. Außerdem brauchen wir auch jemanden, der die mechanischen Fallen später aufdeckt. Also, auf Gerogon lastet sehr viel Druck. Also er muss die Stärke-Rätsel lösen, er muss die Wahrnehmungsrätsel lösen und er muss denken können. Oh, feier. Machen wir mal so. 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 Also ja, alles an permanenten Bonis, die wir finden, muss er bekommen, sonst kommen wir mit der Gruppe nicht zurecht. Du. Punkte steigern. Du hast schon recht viel Vitalität, das ist okay. Geist steigern, Geist steigern, Magie steigern, Magie steigern. Bestätigen. Du hast noch nicht so viel Vitalität, deswegen steigerst du es erstmal auf 10. Und du machst das genauso. So. Jetzt noch die anderen Sachen. Du, Fähigkeiten. Wir können jetzt auch Fähigkeiten freischalten. Und zwar hätte ich gerne die Armbrust, damit er auch schießen kann. Dann hätte ich gerne Mystik, ne? Ja, Mystik, damit er mehr Zauberpunkte hat oder mehr Mana. Und ich hätte gerne Schild. Denn so wie ich mich mit anderen Leuten besprochen habe, die auch inzwischen spielen, hat er zwar wirklich einen Zweihänder auf dem Bild, aber er kann ihn niemals benutzen. Also trainieren wir jetzt Schild. Und wenn sich dann doch herausstellen sollte, dass er doch einen Zweihänder benutzen kann, dann cheate ich. Jawohl, ich schummel. Weil das Spiel mir das so vorzwingt. Dann würde ich nämlich in dem Fall die Schildpunkte alle wegnehmen und genau die gleiche Anzahl an Punkten, die ich vom Schild abgenommen habe, dann auf Zweihänder setzen. Aber bis dahin glaube ich einfach mal, dass das so funktioniert. Also, jetzt hat das Schild freigeschaltet. Armbrust. Und Mystik. Oder Mystik, so. Tirik, alter Nasenbär, was bekommst du? Du bekommst Mystik zum mehr Zaubern. Kann man Schild und Speer benutzen?
Spiele lassen sich nur mit beiden Händen sinnvoll einsetzen. Das ist vollkommen richtig. Macht aber nicht jedes Spiel so. Aber okay, Schild können wir uns also sparen. Wobei ich denke, dass er eigentlich meistens zaubern wird und nicht den Speer benutzen. Aber vielleicht gibt es ja später Kreaturen, die groß sind und nicht durch Magie beschädigt werden können. Und dann wäre es schon schick, wenn wir ihn als Nussknacker hätten. Also ja, Mystik freischalten, Feuermagie wahrscheinlich erhöhen. Armbrust hast du schon. Ausdauer wäre noch ganz schick. Ausweichen auch. Aber ich denke, mehr Schaden machen ist wichtiger. Also mehr Schaden, mehr Schaden. Fertig. Du. Mystik für mehr Zauberpunkte. Du hast auch Speer. Kannst du mit irgendwas besser umgehen? Könntest magischer Foki auf Meister benutzen. Ihr könnt zwei einhändige magische Foki führen. Das ist ja cool. Ich glaube, sie benutzt jetzt keine Speere mehr. Also da haben wir aktiv keine Punkte reingesetzt. Oder haben wir einen Punkt reingesetzt, um es zu aktivieren? Da bin ich mir nicht sicher, ob eine Druide von vornherein ein Speer hatte. Aber wenn, wäre es nur ein Punkt. Das heißt, ihre Nahkampfwaffe ist ab demnächst magischer Foki. Kritische Trefferchance. Ja, ja, sollten wir machen. Und sie kann beidhändig und der Paladin kann es nicht. Eure Angriffswert für beidhändige Nahkampfwaffen steigert sich um einen pro Fertigkeitspunkt. Nee, komm. Wir nehmen jetzt magischen Foki, damit ihre Zauber auch eine Chance haben auf den Crit. So, also ein Punkt da rein. Dann ein Punkt auf Erdmagie, damit ihre Heilzauber mehr bringen. Bestätigen. Talana, du hast schon magischen Foki? Ja. Luftmagie fiel mir dann noch ein. Ja, weil du ein Mensch bist, hast du halt die wichtigen Sachen schon ausgeskillt. Also Luftmagie, Luftmagie, Luftmagie. Für mehr Britzel. Richtig. Bestätigen. So. Schlafen müssen wir nicht. Wir hatten gerade einen Stufenanstieg. Da ist bestimmt wieder eine Spinne drin. Au. Au. So, du. Au. Du brenn, du Eis, du Blitz. Und schon schaffen wir Spinnen in einer Runde. So muss das sein. Zwei hier, einer da. Okay. Zerschmettern. Feuer, Eis, Blitz. Hey! Moment mal. Du mach den kaputt. Du mach den kaputt. Da. Ja, Tirik machen wir gleich. Autsch. Gegengift. Ein Gegengift verbraucht, ein Gegengift bekommen. Bei drei Spinnen, das ist noch okay. Trotzdem sollten wir eigentlich schlafen. Gefahr? Nein. Also, schlafen. Mit etwas Glück kommen wir sogar ganz durch den Dungeon, ohne raus zu müssen wie beim letzten Mal. Also nein, nicht beim letzten Mal, beim vorletzten Leben. Dunkelrote Flüssigkeit. Ein Macht. Bitteschön. Also es war diesmal nicht pulsierend. Pulsierend waren halt Resistenzen und dunkelrot, dunkelblau und dunkel was weiß ich sind die Attribute. Noch mehr Ausrüstung für die Damen. So. Du kannst damit runter. 1300 Gold ist auch schon mal schick. Damit können wir den Ring identifizieren. Wir können den Gegengiftzauber kaufen, den sie noch nicht hat. Richtig. Und den Heilzauber, den sie noch nicht hat. Und überhaupt allgemein Zauber, die wir noch nicht so wirklich haben. Und bei Rüstung versuche ich mich zurückzuhalten. Also Rüstung und Waffen. Die finden wir ja meistens. So, jetzt kommt ein Hin. Was bist du? Ein Drache?
Also ein ganz, 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 ganz kleiner Drache. Das war eine Drachenform. Ja, du. Ich hab dich im Blick, du kleines Wieselding. Da kommt er wieder. Abschießen können wir dich nicht, ja? Nö. Ja, Lu. Jagdbogen. So, warten, 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 warten.